Also hier, die Corona-Massnahmen vom Bund, die schränken mich schon ein, so in unserem Alltag. Mir fehlt eigentlich am meisten die zwei, drei Mal, wo wir froh sind, gehen jassen pro Woche. Was halt jetzt einfach nicht mehr geht. Auf der anderen Seite sieht man jetzt, dass es manchmal im Leben Situationen gibt, wo da so eine kleine, leichte Schizophrenie schon seine Vorteile hat. Schizophrenie, eine Chance, oder was? Wer sagt denn das? Wieder da die Dr. Lustig? Nicht Lustig, Freud heisst der, Sigmund Freud. Und der ist etwa schon seit 80 Jahren oder so etwas tot. Ja, aber gell, mit dem redet er auch wahrscheinlich zwischen ihnen schon noch. So dann, wenn er nicht so ganz sich selber ist. Aber du hast schon recht, gell? Ein Teil von unserer Bewegungsfreiheit ist also schon eingeschränkt durch die besonderen Massnahmen, die jetzt hier vorhanden sind. Wenn sich die Leute nur daran halten würden, dann hätten wir wahrscheinlich eine viel weniger steile Kurve und weniger Angesteckte in dieser Schweiz, oder? Es hätten viel weniger Infizierte, da bin ich überzeugt. Da hast du auch recht. Wenn ich einmal zum Arbeiten fahre und so in die Kerne hineinschaue, die entgegenkommen, da hockt in jedem Dritten drin, da hockt einer von diesen Gruftis, gell? Das ist der nicht political correct. He. Wir nennen die Gruppe besonders gefährdete Personen. Ja, aber der Bundeskoch hat ganz klar gesagt, dass die sollen in der Wohnung bleiben. Und ich, wenn ich rumfahre, dann sehe ich die immer in den Kernen hocken. Okay, aber wo fahren sie die alle hin, die Leute, jeden Tag? Also hier die besonders gefahrenen Personengruppen. Woher gehen die? So viele Arzttermine hat es auch nicht. Und jedes Dorf bietet jetzt auch die Einkaufsservice der jungen Leute an, die den Eltern ihr Zeug heimbringen. Erklären wir doch das einmal. Geh doch mal in den Geupark schauen. Dort hat es massenhaft Arzttermine, so wie das aussieht. So, fertig jetzt. Hört jetzt auf diese ältere Generation, auf diese Senioren rumzuhocken. Was ist eigentlich mit der anderen Generation, die sogenannte Partygeneration? Die, die zu oben Ausgang machen, die, die man sieht am Ahrenufer, am Ländiweg und so rumsitzen den ganzen Tag. Was ist denn mit denen? Was sagst du zu denen? Ja, über die reden wir dann beim nächsten Gang. Jetzt spiel endlich einmal aus. Fräulein an den Stang. Ah, ja, Pause. Wir machen dann noch. Die froh sind, sie gehen jassen. Das fehlt einfach. Auf der anderen Seite. Bist du ein Doppel, der da in die Kamera reinläuft? Oh, ein Pullover in die Tumbler reingerottet. Ja. Dann halt das einmal falsche Töne. Schizophrenie. Multiple Persönlichkeit. Multiple. Ich meine, du könntest es echt auch mitjassen.